Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch passend zum derzeitigen Thema künstliche Intelligenz ChatGPT einmal vorstellen, welche neuen Funktionen Canva eingeführt hat mit dem letzten Update. Und die gehen in eine ähnliche Richtung wie mein letztes Video zum Thema ChatGPT. Und da schauen wir heute einmal rein. Los geht's! Neben den zahlreichen Templates und Vorlagen, die Canva sowieso schon bietet, Präsentationen, Posts, Logos und dergleichen, hat Canva mit dem letzten Update eine Funktion online gestellt. Und zwar ist sie bereits bekannt aus vielen anderen Programmen wie Google Docs, Doc und dergleichen, eine Vorlage zur Texterstellung, und zwar Canva Docs. Und da haben wir hier auf der Startseite einmal die Möglichkeit, hier oben das Ganze auszuwählen oder hier leere Seiten zu starten, die im Folgenden so aussehen würde, also komplett blank. Und da können wir im Prinzip jetzt Text einfügen. Wir können Elemente verwenden, die wir auch in den anderen Projekten mit Canva verwenden könnten. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Advanced Version von einem normalen Google Doc oder Word Doc, weil wir hier eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, um so etwas eben zu erstellen. Und wir haben über die Slash-Funktion hier eben auch die Möglichkeit, verschiedene Sachen direkt einzufügen, wie verschiedene Charts, Emojis, Bulletlists oder Checklists und auch vorhandene Designs, die wir schon erstellt haben, können wir direkt mit einfügen. Und eben diese Funktion Magic Write, die anlehnt an die AI von ChatGPT, in dem Maße, dass man eben hier verschiedene Sachen vorgeben kann, die man dann von Canva geschrieben haben möchte, als wiederum Startpunkt, um von da aus dann eben seine eigenen Textdokumente erstellen zu können. Schauen wir uns aber einmal an, welche Templates Canva zum Beispiel auch zur Verfügung stellt. Ähnlich wie bei allen anderen Sachen, die sie als Vorlagen haben, gibt es eben auch hier Templates, eine Vielzahl von bereits erstellten Templates, die wir dann so anpassen können, dass es für unseren Anlass passt. Und wenn wir hier an der Seite nach unten gehen, haben wir zum Beispiel Präsentationen, Flashcards, Whiteboards, Classroom Poster, alles in diesem Canva Docs Format. Und auch hier lebt Canva natürlich von den Vorlagen, die andere Canva-Nutzer aus dem Creative Team über die Zeit hochstellen oder auch Vorlagen, die von anderen geteilt werden, die man dann hier weiter verwenden kann und für seine Anlässe quasi weiterentwickeln kann. Hier könnten wir dann eben draufklicken und das Template für unseren Anlass nutzen und anpassen. Es gibt noch nicht so sehr viele Templates, die vorgegeben sind für diesen Education-Bereich. Vielleicht auch eine Möglichkeit für uns, da so ein bisschen nachzuhelfen und Sachen hochzuladen. Auch hier ist noch nichts. Das heißt, wir gehen einmal zu allen Kategorien zurück und wählen beispielhaft einmal das Ganze hier aus. Einen Unterrichtsplaner für unsere Schüler zum Beispiel. Ihr seht, das sind alles einfach normale Textbausteine. Das hier wäre jetzt eine Tabelle, eine Checklist eingefügt hier, die wir auch abhaken können. Und da kann man eben über diesen Plus-Button jetzt noch Sachen hinzufügen. Oder man kann die gleiche Funktion erreichen über den Slash. Und dann sagen wir jetzt zum Beispiel einmal Magic Write. Und dann öffnet sich so ein Fenster. Und da können wir jetzt entweder einmal ein Beispiel nehmen. 5 Twitter Posts announcing a product launch for a new alarm clock phone app. Machen wir einmal Enter und gucken, was dabei rauskommt. Nur als Beispiel jetzt eben einmal, was Canva damit machen würde. Der braucht hier definitiv ein bisschen länger als zum Beispiel ChatGPT vielleicht an einer anderen Stelle. Aber es kommen auch hier 5 Beispiele für einen Twitter-Post. Wir können das Ganze jetzt auch einmal ausprobieren. Write erst auswählen. Schauen wir mal, ob das Ganze auf Deutsch funktioniert, weil Magic Write an sich nämlich derzeit nur in der englischen Variante von Canva verfügbar ist. Wie gesagt, ganz neu, wird mit Sicherheit über die Zukunft auch auf
Das Deutsche können wir übertragen, aber wie ihr seht, können wir trotzdem etwas auf Deutsch eingeben. Auch wenn ihr Canva erst auf Englisch einmal umstellen müsst, könnt ihr das wiederum dann im Canva-Doc auf Deutsch nutzen. Und dann bekommen wir 10 Gesundheitstipps für Schüler. Auch die könnten wir jetzt natürlich anpassen, je nachdem, welche Schülergruppe wir haben oder welche Fragen wir auch immer eintragen wollen. Aber ihr seht, wie man das hier schön anpassen kann. Hier unten haben wir eben so eine Tabelle ganz normal mit den verschiedenen Spalten und Zeilen. Und die können wir jeweils auch hier über dieses Menü anpassen. Wir haben hier die Möglichkeit, um links auch nochmal ein paar Details anzupassen, wie wir die Zeilen und Spalten gerne von der Größe haben, wie wir die Ränder haben wollen oder auch die Farbe. Und wir können hier auch sagen, wir wollen zum Beispiel die Reihen verschieben oder die Spalten verschieben. Dann können wir das hier alles anpassen. Schauen wir uns einmal an über die Funktion hier, wie es aussehen würde, wenn wir eine Tabelle ein Diagramm einfügen. Und das sieht schon ein bisschen komplexer aus. Da haben wir hier unser Demo-Diagramm im Prinzip. Und hier an der Seite links haben wir die ganzen Items, die wir einstellen können und die wir anpassen können, je nachdem, was wir darstellen wollen. Und eben hier auch direkt die Tabelle hinterlegt mit den Werten. Und hier ist das Schöne, dass wir, wenn wir zum Beispiel hier was ändern wollen, hier neben im Diagramm anpasst. Und hier können wir zum Beispiel sagen 7, dann haben wir hier noch eine dazu. Und so können wir auch im Prinzip noch eine vierte Serie hinzufügen bei dem einen oder anderen. Und hier aber auch über Google Sheets zum Beispiel oder eine externe Datei Daten importieren und das dann so schön darstellen im Google Docs. Und auch hier können wir natürlich die Farben anpassen über den Reiter hier oben und auch die Abstände hier einstellen oder wie rund wir die Balken haben wollen, also alles Mögliche einstellbar. Wir können aber auch hier oben noch auswählen, welche Darstellungsform wir gerne hätten. Wir könnten auch sagen, in Donutform würde es jetzt hier nicht so ganz optimal anbieten, weil wir einfach pro Item natürlich verschiedene Werte haben, die dann in der Form jetzt nicht dargestellt werden. Aber wir könnten sowas eben noch auswählen, dass sie so gestapelt sind. Also auch hier sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Hier haben wir noch ein paar Settings, die wir einstellen können. Und auch das finde ich eine sehr, sehr schöne neue Funktion bei Canva Docs. Schauen wir uns jetzt nach Canva Docs und Magic Write einmal an, welche dritte Neuerung Canva mit dem neuen Update hervorgebracht hat. Und zwar ist das einmal Text to Image. Und zwar gehen wir dafür einmal in ein leeres Dokument. Hier unten auf die Apps an der linken Spalte. Und dann sehen wir auch hier direkt schon die neue Funktion Text to Image. Da gehen wir einmal drauf. Dann habt ihr eine kurze Erklärung. Und dann einmal auf Use. Und dann seht ihr auch schon die Oberfläche hier. Hier oben habt ihr ein Textfeld, da könnt ihr eben den Text eingeben, den ihr gerne umgewandelt haben möchtet in ein Bild. Ihr habt hier auch für eine Ideensammlung ein paar Vorschläge für den Einstieg. Vielleicht auch ganz interessant, mal zu schauen, was überhaupt dabei rumkommt. Ihr habt hier unten verschiedene Styles, die ihr auswählen könnt. Entweder lasst ihr euch überraschen, bekommt 4 Vorschläge direkt von Canva geliefert oder ihr sagt direkt, ich möchte ein Foto, eine Zeichnung, ein 3D-Bild oder Concept Art oder dergleichen, was hier auch immer aufgeführt ist. Und schauen wir uns das Ganze einfach einmal an mit dem Beispiel hier. A panda riding a bike through a city with depth of field. Dann sagen wir hier surprise me und dann generate image. Das dauert einen Moment, aber der arbeitet im Prinzip und versucht das in 4 verschiedenen Bildern darzustellen. Und wie gesagt, Canva Text to Image ist eine AI, die auch noch relativ am Anfang der Entwicklung steht. Das heißt, nicht alle Bilder sind optimal, aber er gibt eben hier 4 verschiedene Bilder aus. Wenn wir uns das einmal anschauen, sehen wir, da fehlt so ein bisschen irgendwie die Hälfte des Pandas. Aber man sieht, es ist ein Panda, der ein Fahrrad fährt. Wir haben eine Stadt und wir haben Tiefe im Bild.
Ich finde, das Bild ist auf jeden Fall schon gut gelungen. Wobei man auch hier sieht, dass da so ein bisschen irgendwie ein drittes Rad am Start ist. Aber ich finde, das hier ist tatsächlich auch die beste Variante von denen, die wir hier zur Verfügung haben. Gucken wir uns das einmal an. Da fehlt so ein bisschen das Gesicht, wenn ich da jetzt genauer hinschaue. Aber ja, schon beeindruckend, was damit so gemacht werden kann. Wir können jetzt auch mal selber was schreiben. Zum Beispiel. Zum Beispiel das. Weiß. Surprise me. Sammeln wir hier einmal die Bilder, die wir heute so erstellen. Okay, also a wise elephant looking at the moon. Relativ einfache Beschreibung. Aber auch hier seht ihr, dass hier oben könnte man da vielleicht drunter zählen, wobei auch hier der Mond nicht ganz optimal ist. Hier ist der Elefant nicht so ganz optimal, würde ich sagen. Hier haben wir zwei Monde drin. Hier oben fehlt der Elefant. Aber wir können eben, und das sieht man auch hier unten, es steckt noch in der Entwicklung. Das heißt, es lernt noch über die Zeit und hier kann man, glaube ich, ganz gut auch verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren. Ich meine, es ist kostenlos. Viele andere Text-to-Image-Programme, die es derzeit gibt, die auch in der Entwicklung sind, viele AI-Produkte, sind kostenpflichtig oder sind halt auch noch in der Entwicklung. Und hier haben wir die Möglichkeit, einfach mal umsonst ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, was dabei rauskommt. Wir können zum Beispiel noch hinzufügen, a wise elephant standing in the mountains, looking at the moon. Generate more. Schauen, was jetzt dabei rumkommt. Nehmen wir das hier mal raus. Okay. Da haben wir auf jeden Fall Berge, hier haben wir einen Elefant, da haben wir zwei Monde. Aber es verändert sich auf jeden Fall was. Wir können auch sagen, wir möchten nochmal eine zweite Runde haben, wenn wir mit der nicht einverstanden sind. Und dann schauen wir einmal, was da im Prinzip bei rauskommt. Also es kommen immer andere. Von daher kann man da im Prinzip viel mit rumspielen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von den drei neuen Features, die wir bei Canva haben. Zum einen einmal Canva Docs zur Texterstellung und vor allem zur kreativen Gestaltung von Canva Docs zur Erstellung von Textdateien und wie ihr die kreativ gestalten könnt mit verschiedenen Tools und zum einen einmal von den zwei integrierten KI-Programmen, die wir jetzt bei Canva haben. Zum einen einmal Magic Write, ähnlich auch wie bei ChatGPT, diesmal aber integriert schon in Canva. Also ihr müsst nichts mehr copy und pasten, sondern ihr könnt direkt in Canva Docs im Prinzip ChatGPT-Funktionen nutzen mit der KI von Canva Magic Write. Wie gesagt, hier zum Erinnern einmal, ihr müsst euer Canva einmal auf Englisch umstellen, um Magic Write nutzen zu können, könnt da aber auf Deutsch die Fragen stellen im Prinzip und bekommt auch deutsche Antworten. Und zum anderen natürlich die KI, die noch in den Anfängen steckt, und zwar die Text-to-Image-Funktion, wo ihr euch einfach mal ausprobieren könnt und schauen könnt, welche Bilder da zur Verfügung gestellt werden. Aber auch hier natürlich, ja, probiert einfach ein bisschen aus. Über die Zeit wächst das Programm, es lernt dazu und die Bilder werden mit Sicherheit immer besser. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Channel einmal abonniert und wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr einmal auf den Like-Button drückt. Danke und ciao!